Was mir besonders gefällt, ist, dass man dieses Jahr besonders merkt, dass der Zusammenhalt im Team sehr stark geworden ist. Also egal was ist, man kann eigentlich ständig irgendwem eine Frage stellen, ohne dass es zu Konflikten führt. Also 99 plus 99 ist. Mir gefällt nicht, dass wir ständig Stromausfälle haben, die mit der Heizung verbunden sind. Wenn kein Strom ist, dann ist manchmal kalt. Was mich dieses Jahr total nervt, ist, dass eigentlich jeden Tag, wie jetzt auch, irgendwas fehlt. Licht, Strom, Internet oder es ist kein Wasser da. Das ist jetzt zum Glück nur ganz selten erst vorgekommen, aber das ist was, was mich nervt. Auf jeden Fall. Es ist jetzt schwierig wegen Stromausfälle und eigentlich Online-Unterrichten ist schon gut. Also normal ist jetzt, dass wir flexibel sein müssen und immer bereit sein müssen, dass wir Stromausfall haben oder Luftalarm haben und im Keller weiterhin den Unterricht machen müssen. Also einziges Normal ist, dass wir jeden Tag haben einen Stromausfall. Aber so auf jeden Fall nicht so unglaublich, nein, deswegen. Ja, genau. Was mir auch nicht gefällt, dass ich so wenig Kinder habe in der Klasse. Was mir gefällt, dass wir trotz der Umstände weiter lernen und weiter die Schule machen können. Ich glaube, dass wir sind so klein und dass wir haben halt so eine kleine Familie jetzt hier, da wir nicht so viele sind und deswegen ist es wahrscheinlich so ein bisschen gemütlicher. Ja, also ich bin neu in dieser Schule und alles ist neu für mich und jetzt gefällt mir alles. Вчителі все-таки, незважаючи ні на що, вони тримають цю атмосферу шкільного ком'юніті. Дітки відчувають, що вони вчаться, не дивлячись на війну в Україні. Суто впливає війна. Не дивлячись на всі негаразди, ми стали дружними. Ми допомагаємо один одному. Ми стали чуйними. Клас, хоча й маленький, але він функціонує. І як для мами першокласника, для мене дуже важливо, що перший клас набрали. Вчителі є на місці, школа докладає дуже багато зусиль для того, щоб процес тривав. Попри все, наша школа відкрита, функціонує, і ми можемо зануритись в нашу звичайну роботу. Дітки по-іншому сприймають учбовий процес і взагалі навчальний матеріал. Вони розуміють, що це вже важливіше, ніж було раніше. Also, erste Zahl ist 920. Ich lerne Buchstaben, lerne Mathe und spielen. Mit den Freunden spielen. Klassenkameraden. Arbeiten Hand in Hand und es kommen immer neue Probleme und es kommen auch immer schneller immer mehr Probleme. Und es gibt nichts, was uns tatsächlich auffällt. Luftalarm nach unten. Wir haben jetzt Luftalarm. Was inzwischen dieses Jahr normal geworden ist, leider sind Luftalarme und die Tatsache, dass man Schüler recht oft in den Schutzkeller begleiten muss. Das kann man sich, wenn man in Deutschland lebt, wahrscheinlich gar nicht so richtig vorstellen, aber
Für uns ist es natürlich leider gerade die Realität. Und es ist ziemlich normal geworden inzwischen. Школа – це найближче і найгарантованіше укриття. Dass alle, die da sind, alle gesund und lebendig sind. Dass wir keinen Frieden haben. Volle Klassen, volle Flure. Also, dass es einfach laut ist. Also, es ist jetzt auch laut, weil wir die Grundschüler im Flur haben, aber eine volle Klasse. Das vermisse ich total. So, und jetzt? Wir uns an alle Umstände gewöhnen können. Kann man alles überleben? Як виявляється, ми можемо бути гнучкими, можемо бути витривалими і робити якийсь опір на нашому фронті. Dass ich würde gerne eine gute Ausbildung haben, aber so allgemein würde ich gerne eine gute Sportlerin im Pferdesport sein. So, und das ist eigentlich das ist das was, was ich für jetzt möchte. Und wir machen sehr, sehr viel möglich. Jeden Tag ein Stückchen mehr. Jeden Tag ein Stückchen weiter. Das ist unser Leben. Wir wollen normalen Unterricht. Das ist das, was die Kinder wollen. Das ist das, was wir ihnen bieten. Das ist unser Alltag. Also ich kann schon damit weiterleben, deswegen, ich glaube, alles ist schon gut. Ich vermisse die Ruhe. Vor meinem geistigen Auge, da habe ich... träume ich immer so von dem ersten Tag, wenn ich wieder zurück in die Schule kann.